Köln ist da nämlich etwas ziemlich Merkwürdiges passiert. Frau soll sogar vergewaltigt worden sein. Eine Augenzeugin berichtet von einer bedrohlichen Atmosphäre. Es waren viele junge Menschen da, alle gleich gekleidet mit Basecaps und dunkler Kleidung, Kapuzenjacken. Ich hatte Angst. Man ist ja vorsichtig, das Wort Flüchtling überhaupt in den Mund zu nehmen. Augenzeugen sind da schon etwas direkter, wie zum Beispiel Ivan Jucevic. Er hatte in der Silvesternacht nahe dem Bahnhofsplatz gearbeitet und die ganze Sache beobachtet. Menschen, die wir vor 3 Monaten noch mit Teddybären und Wasserflaschen in München am Hauptbahnhof empfangen haben, haben angefangen auf den Dom zu schießen, angefangen auf die Bereitschaftspolizisten zu schießen, die dann mit Helmen auf die Domplatte mussten. Am 31.12.2015 habe ich gearbeitet in einem 5-Sterne-Hotel genau gegenüber vom Dom. Den Schrecken der Kölner Silvesternacht, sie hat ihn erlebt. Die 26-jährige Selina aus Koblenz will ihn verarbeiten. Sie will reden, auch mit uns. Also das war wirklich so für uns beide der schlimmste Moment, als wir da standen, alleine und um uns herum hunderte von Männern, die keine Ahnung, was mit uns vorhatten. Alle haben dich angeschaut wie Freiwild. Ne? So Supermarkt, Fleisch, mal gucken, ist es noch frisch. Teilweise kamen Hände, die uns angefasst haben, an den Hintern, an anderen Körperstellen. Unbeschreiblich. Also ich habe noch nie in meinem Leben so eine Angst gehabt. Ne? Und also es war schon sehr, sehr, sehr schlimm. Wer die Männer waren, Selina beschreibt sie wie viele andere Frauen auch. Ich würde sagen, das waren Südländer, also südländischer Typ, dunklere Haut, arabisch sprechend überwiegend, also Deutsch. Mit Deutsch konnte man dort nicht viel anfangen. Erniedrigung, die Würde nehmen, keine Ahnung, Angst machen, ich weiß es nicht, sexuelle Lust befriedigen, keine Ahnung. Das können nur die beantworten, die es getan haben.